Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer Special-Rezension von mir zum neuen Buch von Sebastian Fitzek, Achtnacht. Das neue Buch von Sebastian Fitzek erscheint heute am 14. März im Knauer Verlag, hat um die 416 Seiten und wird als Taschenbuchausgabe 12,99 Euro kosten und kommt mit einem doch sehr außergewöhnlichen Cover daher. Ja, mancher hat sich gewundert, dass von Sebastian Fitzek so schnell schon ein neuer Thriller herauskommen wird, denn wir hatten ja im Oktober erst das Paket, das irgendwo hier hinten liegt oder steht. Und ja, ich glaube auch Sebastian Fitzek selbst war doch überrascht, dass er dieses Werk so schnell auf den Markt bringen kann, wird, wie auch immer. Denn auch im Herbst kommt der klassische Fitzek, ich denke dann wieder in einer etwas anderen Aufmachung daher. Ich persönlich habe nichts dagegen, diesen Thriller als Taschenbuch in Händen zu halten, finde von daher auch wirklich den Preis absolut in Ordnung und ich finde ihn einfach durch diese wunderschöne Acht, die wunderbar rot schimmert, unglaublich gelungen. Also mir gefällt das Cover wirklich sehr, sehr gut. Aber es soll hier natürlich nicht nur um das Cover gehen, um das Spezielle, sondern natürlich um das Buch selbst, das mir bereits vor dem Erscheinungsdatum vom Knauer Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurde. In Achtnacht geht es um die achte Nacht im achten Monat um 8.08 Uhr. Denn es gibt die Achtnacht-Lotterie und man konnte vorher ja Menschen dafür bewerben, die man im Grunde nicht leiden kann, denen man den Tod wünscht und die dann eben in dieser Nacht vom 8.08. ab 8.08 Uhr abends sozusagen vogelfrei sind, zum Abschuss freigegeben werden. Und ja, derjenige, welche dann im Grunde gezogen wird, ist ja auf der Flucht vor den Menschenmassen und muss sich natürlich fragen, ja, wem kann ich trauen, wo kann ich mich verstecken und wer wird mich verraten? Wir begleiten hier sogar beide auf der Liste stehenden Charaktere, die sich irgendwie in Sicherheit bringen wollen müssen, weil ihnen viele Menschen nach dem Leben trachten. Denn nicht nur das gefühlt alle anderen 80 Millionen Menschen in Deutschland ihr Feind sind, nein, derjenige welche bekommt auch noch eine sehr, sehr hohe Prämie, die selbst den vernünftig denkendsten Menschen wahrscheinlich auffordert, Jagd zu betreiben und den Beweis vorzubringen, dass man einen der beiden getötet hat und das auch noch straffrei. Manchen kam diese Geschichte im Voraus ein wenig bekannt vor. Ich habe vorher schon gehört, das klingt ja sehr nach The Purge, einem Horror-Thriller-Film, ich kenne ihn leider nicht oder noch nicht, ich glaube, das werde ich noch nachholen. Und auch Sebastian Fitzek nimmt hier in diesem Buch darauf Bezug und erklärt in der Danksagung sehr ausführlich und tatsächlich auch emotional, wie es dazu kam, dass er The Purge gesehen hat und was er aber anders in seiner Geschichte macht. Denn seine Geschichte spielt eben nicht in der Zukunft, wie das bei dem Film der Fall ist, sondern in der Gegenwart und ist auch, soweit ich die Unterschiede im Internet entdecken konnte, tatsächlich eine ganz andere Richtung, in die Geschichte von Fitzek geht. Denn bei Fitzek geht es unter die Haut. Und es ist für mich, deswegen auch eine Special-Rezension von mir, einer der besten Thriller, einer der besten Horror-Thriller, Psycho-Thriller, die ich je gelesen habe. Also das ist ein Meisterwerk des Meister des Wahns, glaube ich, wird er hier hinten betitelt. Und genau das Gefühl hat man. Ich habe damit begonnen, habe, glaube ich, so die 80 Seiten gelesen und dachte noch, okay, schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Dann musste ich das Buch kurz unterbrechen und habe abends im Bett weitergelesen. Und ich habe im Gedanken drei oder viermal zu mir selbst gesagt, Steffi, du musst schlafen, Steffi, du musst morgen aufstehen, Steffi, du musst das Buch jetzt weglegen. Und irgendwann hat die andere Steffi geantwortet sozusagen, auch wenn es jetzt total bekloppt klingt, und hat gesagt, ich muss gar nichts außer dieses Buch lesen. Und das habe ich dann letzten Endes auch getan, denn ich konnte es dann nicht mehr weglegen. Es passieren
unglaubliche Dinge in dieser Geschichte. Es passieren Wendungen, auf die ich nie gekommen wäre. Man verfolgt oder begleitet nicht nur die beiden auf der Liste Stehenden, sondern bekommt ein Gefühl für das große Ganze, wie die Gesellschaft funktioniert, wie das Internet Einfluss auf die Gesellschaft nimmt, wie schnell sich Dinge verbreiten, wie man ein Handy gegen einen verwenden kann. Und man erfährt das alles so gefühlt aus erster Hand. Und es hat sich total realistisch angefühlt. Ich hatte ständig Bilder vor Augen. Ich hatte das Gefühl, ich sehe im Grunde irgendwie eine Dokumentation über diese Verfolgung der beiden auf der Liste Stehenden. Und ich hatte auch immer das Gefühl, wie wenn mir einer der beiden die Geschichte erzählt. Ich war mitten dabei. Ich hatte Gänsehautmomente. Ich hatte Gruselmomente. Ich habe unter Atemnot teilweise gelitten. Ich habe tatsächlich vergessen zu atmen und stand dann sprachlos, atemlos vor diesem Buch. Und als es dann irgendwann zu Ende war und man die Seiten zuklappt, denkt man sich nur, Wahnsinn, was war das für ein Wahnsinns-Thriller. Und dieses Wahnsinn passt einfach unglaublich gut. Also mich hat es wirklich gefühlt mitgerissen, in die Tiefe gerissen, und es hat mich mittendrin ein paar Mal ausgespuckt sozusagen und mich verwirrt und zerstört zurückgelassen. Und als dann diese Auflösung immer näher kam, viele Wendungen passiert sind, die ich persönlich überhaupt nicht zu viel oder unrealistisch finde, sondern es sich wirklich echt anfühlt. Und man, das Erschreckende daran war dann eben auch, dass man das Gefühl hat, ja, so könnte es tatsächlich sein. So tickt die Gesellschaft, so ticken Menschen. Und das fand ich eigentlich am erschreckendsten. Wenn einem die Wahrheit im Grunde in einem Thriller begegnet und man nicht denkt, oh, das liegt ja aber 100 Jahre in der Zukunft, sondern man sich vorstellen könnte, der 8.8. ist ja demnächst und wer weiß, was da so passiert. Und dass dann eben Dinge, die einmal ins Rollen gekommen sind, auch nicht mehr aufzuhalten sind. Und es war ein Wahnsinns-Thriller. Ich kann es nicht oft genug sagen, mich hat der wirklich begeistert, mitgerissen und mich wirklich zurückgelassen mit Gedanken. Mir hängt heute noch diese Geschichte nach. Sie hat wirklich Eindruck auch in meinem Kopf hinterlassen bei Gedanken, Ansichten. Und ich fand, er hat das großartig gemacht. Auf etwas über 400 Seiten hat Sebastian Fitzek wieder eine Geschichte erzählt, die ich persönlich für seine beste halte, die mich wirklich noch mehr begeistert als meine Lieblingsbücher von ihm, weil sie einfach so realistisch ist und so unter die Haut geht und einen so tief beeindruckt zurücklässt. Und ich freue mich unglaublich auf die Leipziger Buchmesse und vielleicht wird das Büchlein dann mein erster signierter Fitzek, insofern ich ihm so über den Weg laufe, eine Signierung zu ergattern und ich das auch noch rausbekomme. Hallo, ich hätte gerne ein Autogramm in meinem Buch. Ich werde das üben. Also vielleicht mache ich das auch auf Tonband und mache dann nur noch die Mundbewegungen. Ja, Fitzek, großes Bücherkino, ein unglaublicher Thriller und ich bin wirklich hin und weg. Und nicht umsonst ist er ein Spiegel-Bestseller-Autor. Das ist übrigens der Aufkleber. Da haben sich manche dran gewundert, wie der schon ein Spiegel-Bestseller sein kann, wenn er noch nicht rauskommt. Aber ganz klein steht da Autor und auch von der Aufmachung, es ist im Grunde nicht ein ganz klassisches Taschenbuch, sondern hat eben auch nochmal die rote 8 im Hauptaugenmerk sozusagen mittendrin. Und großes Wahnsinnsbuch, absolute Empfehlung. Und ich, wer Psychothriller mag, der ist hier wirklich absolut richtig. Wer wenig Blut sehen kann, ist hier absolut richtig. Das kann ich ja bekanntlich auch nicht. Und weil da hier wirklich relativ wenig bis gar nichts an Blut oder sowas kommt, das ist wirklich irgendwas, was sich im Kopf abspielt. Und das ist wirklich großartig. Ganz, ganz tolles Buch. Absolute Empfehlung. Alle Sterne dieser Welt, die es gibt für Sebastian Fitzek. Und ich freue mich, dass ich dieses Büchlein vorher lesen durfte, bedanke mich nochmal beim Knauer Verlag und wünsche euch allen jetzt auch ganz, ganz viel Spaß mit dem Thriller von Sebastian Fitzek und hoffe, euch hat die Special-Rezension zu diesem Special-Buch gefallen. Und es wird nicht nur ein Monats-Highlight sein, sondern ich denke auch tatsächlich im Thriller-Bereich schon zu den Jahres-Highlights gehören, weil es war wirklich beeindruckend gut. Aber Schluss der Schwärmerei. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.